Hunden. Wie heißt Hund? Professor Adolf Grünbaum. Am 1. Januar 1945, also in 5 Tagen, mit dem Lustgarten für 1 Million Menschen eine historische Rede halten. Sie werden mit ihm diese Rede erarbeiten, Professor. Sie oder keiner. Niemand kann das besser als ein jüdischer Weltschauspieler. Hitler. Ich brauche keinen Lehrer, schon gar keinen Juden. Warum ausgerechnet ihn? Wir brauchen jemanden, der in unserem Führer seine größte Kraft entzünden kann. Und diese Kraft ist sein Hass. Was? Lassen Sie sich gehen. Wenn unser Führer zum Affen gemacht wird, er wird nach der modernsten Schauspieltechnik unterrichtet. Warum lasst ihr Juden euch ohne Widerstand deportieren? Habt ihr keine Wut? Kein Mumm? Seid ihr zu feig? Was? Niemand hat mir bisher so etwas gesagt. Wir müssen den Anfang dieser Rede hinbekommen wie eine Liebeserklärung des Volkes. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann sehe ich ihn nicht mehr als Führer. Seit heute weiß ich, dass wir zwei beiden allein das Reich zum Endsieg führen werden müssen, Reichsinnenminister. Ich bin so allein. Heißt das, der Führer kann seine Rede nicht halten? Will ich weiterleben, wenn meine Familie derweil ins Gas geht? Und soll ich mein Leben damit bezahlen, dass ich sie belüge? Raus, abführen, deportieren! Nicht mehr verfügbar! Was soll denn das heißen? Es geht um die Rettung des 1000-jährigen Reiches, verdammt nochmal! Noch 2 Tage. Und Sie weichen nicht von meiner Seite. Gott, der Allmächtige, hat uns diese Chance geschenkt. Vielleicht will er, dass wir überleben. Ein Massenmörder! Du hast ihn umgebracht. Ich will nicht, dass du deine Seele verkaufst.